Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS22, im LS22 Grow Level Ups Spiel, meine lieben Freunde. Und ja, in dem Sinne erstmal vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Und was ich auch noch gerade loswerden wollte, das hatte ich in der ersten Folge vorhin vergessen. Und zwar wollte ich mich bedanken für die ganzen Kommentare. Also es geht schon wieder in einer sehr, sehr guten Richtung. Ich sitze abends zum Beispiel hier, mache Videos fertig, Handy leuchtet auf. Dreimal YouTube hintereinander. Ich denke, was hast du jetzt wieder gesagt? Dann habe ich reingeschaut und sehr, sehr viele Kommentare. Nicht nur hier bei Grow, also mehr als sonst, sage ich mal. Und auch bei True Farming. Und dafür geht Liebe raus. Das ist Support. Das schätze ich. Das weiß ich. Solche Kommentare sind sehr, sehr wichtig. Und Likes auch. Und da geht Liebe und Grüße raus. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Auch an die Leute, die vielleicht mal gedisliked haben. Da geht auch Grüße und Liebe raus. Weil auch Dislike ist Interaktion. Auch wenn es keinen Sinn ergibt. Mehr bei YouTube. Früher hat das mal mehr Sinn gemacht. Boah. Mittlerweile sieht man Dislikes auch nicht mehr, weil die gar keine Relevanz mehr haben. Aber die führen zur Interaktion dabei und dafür auch. Vielen, vielen lieben Dank. Auch wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dafür ist der Dislike-Button ja auch da. Und ja, auch trotzdem danke dafür. Es ist ja auch auf eine Art oder Weise Interaktion oder Kritik oder was auch immer. Und vielen, vielen lieben Dank. Wirklich, meine ich jetzt. Dankeschön. An alle da draußen, die so lieb, nett sind und uns unterstützen. Egal wie. Ey, Lancy Lou. Ich kann das jetzt gerade nicht zeigen, weil wir ja auch arbeiten müssen. Aber guck mal, was ich bestellt habe. Vielleicht ist das was für dich. Das schenke ich nämlich jetzt meiner Frau. Sie ist auch so eine kleine Frostbeule. Auf unserer Seite ist ein Fehler aufgetreten. Aha. Und ich habe jetzt für meine Frau, das weiß sie noch nicht, was bestellt. Vielleicht wäre das ja auch mal was für dich. Hat vorne eine Tasche und alles bei. Laut Kunden. Rezension, teilweise zu warm. Ey, MGBLN. Haut 15 Euro in den Pott. Für einen Kinobesuch. Für einen Kinobesuch zahlt man ja auch. Weshalb als nix auch mal hier. Oh, MGBLN, vielen, vielen lieben Dank. Sehr, sehr lieb. Dankeschön. Ehrenmann, danke für deine 15 Euro. Ich habe hier die Alerts aus wegen YouTube-Aufnahme. Da haben sich die Leute halt beschwert, dass das nervt. Aber ich sehe es hier natürlich. Vielen, vielen lieben Dank für deine Donation. Sehr, sehr lieb. Dankeschön. Kuss und Liebe geht raus, Ehrenmann. Sowas ähnliches habe ich, nur als Riesenflauschjacke. Ah, da kannst du eine Powerbank noch mit anschließen und dann hier auf den Knopf drücken, dann erwärmt die noch. Ich habe ja echt Probleme mit dem scheiß Güllefass, ne? Das macht mich echt schwach. Weil ich es senken muss. Okay, das habe ich nicht, das fehlt mir noch. Ich bin auch so eine kleine Frostbeule, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Also im Winter trage ich auch nur gefütterte Hosen mit Thermounterwäsche und sowas alles, weil sonst könntest du mich knicken, Alter. Ich hasse, wenn ich eins hasse, ist es Kälte, ohne Witz.
kennt überhaupt kein Mensch, echt. Damon? Ja. Also ich bin jetzt leer. Meinst du, du schaffst den Rest jetzt? Verfällt oder soll ich nochmal auffüllen? Wie viel ist das denn noch? Na, guck mal am besten auf der Karte. Also hinten sind es noch so 2 Bahnen ungefähr. Ich glaube schon, dass du das schaffen sollst. Das schaffe ich. Warte mal, ich guck mal eben vorher rein. Aber wenn das nur noch 2 Bahnen sind. Ich nicht mehr viel. Ah, das schaffe ich. Ja, locker, locker. Okay, perfekt. Gut, dann bringe ich jetzt schon mal das Güllefass zurück zum Händler. Und dann würde ich vielleicht noch in der Zwischenzeit einmal schnell unseren Gruber da mitnehmen zum Händler und würde ihn nochmal umtauschen, ne? Wir wollten uns doch da auch diese Scheibenegge holen, die ein bisschen größer war. Weil mir wird jetzt auch nichts anderes einfallen, womit ich die Zeit noch sinnvoll nutzen kann, oder? Ja, mach das. Das passt, ja. Okay, supi. Du auch schon ab? Ja, Defan Boom kann ich verstehen. So früh aufstehen, 3.30 Uhr, Digga, dann hätte ich null Bock zu. Dir eine gute Nacht, Defan Boom. Danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Lenzi Lu, du wohnst bei Buddha? Buddha! Du kleiner Schlawiner! Ach nee, die meint den anderen Buddha. Ach, alles gut. Ich hab's gerade geschnallt. Ja, alles gut. Alles gut, ich hab's falsch verstanden. Ich dachte jetzt schon, Buddha! Sagt er ja gar nicht Bescheid, dass er sich eine Frau geschnängelt hat hier. Ja, alles gut. Ja, alles gut, ich hab's falsch verstanden. Ja, sorry. Ich hab das so ein bisschen anders verstanden. Deswegen Beep oder alles gut. Ja, alles gut. Ach Leute, es nützt alles nichts, ey. Da muss ein Monster jetzt auch immer so aufgemacht werden. Ja. Mhm. Gute Note. Ja. Geht klar. So. Welcher Jahrgang? Ja. Abfüllung 2024, Januar. Gegrillte Gummibärchen, aber war ja ohne Scheiß. Ha ha.
Mutter! Mach das nicht! Ja, komm. Hallo! Achten! Ich höre Stimmen. Ja! Ich höre Stimmen. Ah, da vorne steht da. Ach, da vorne. Ach so, ich dachte gerade. Wer ist das denn hier? Das ist der Herr Obermeier, vor dem sie steht. Ich glaube, der ist ein bisschen schwerhörig gerade. Ich glaube, ich merke es auch, der will einfach nicht reden, ne? Kann man nichts machen. Oh, da ist er. Hier, Beule. Hast du dein Gerät wieder eingeschaltet? Ja, guten Tag. Heute ein bisschen auf Abstand, ohne Buttermesser und Telefon klauen. Entschuldigung, was war? Was muss geladen werden? Nix, das Buttermesser müssen Sie wegtun. Achso. Dann können wir näher uns unterhalten. Einen Moment, ich werf's auf den Boden, ja? Ja. Johann, du kümmerst dich drum, ich räume alles. Hast du gesehen? Oh, ja, Beule. Ja, hab ich gesehen. Hallo. Hallo. Ich wollte eigentlich nur kurz das Güllefass abgeben und dann... Ja, wunderbar. Ja. Hat alles funktioniert? Ja, alles super. Ja, ist perfekt. Du, ich habe jetzt den Gruber vorbeigebracht. Ja, mach mal sofort. Kann ich sonst noch weiterhelfen? Nö, Sie haben ja mit einer neuen Quest oder so nichts zu tun, ne? Nee, da müsst ihr einen Hofbesitzer anrufen. Gut, machen wir. Nee, dann hätte ich gerne nur meine Scheibenegge. Wollen Sie die gleich mitnehmen oder was? Ja. Ja, okay. Ja. Dann müssen Sie mal ganz kurz ein bisschen zur Seite gehen. Und jetzt, wenn Sie mir ein bisschen helfen, Scheibenegge ist... haben wir schon geklärt. Was denn geklärt? Dass es eine Scheibenegge wird. Naja, also wissen Sie, ich darf mir ein Bodenbearbeitungsgerät aussuchen und ich will von Ihnen jetzt wissen, was ist das, was die größte Arbeitsbreite hat. Also ich habe hier im Katalog drin stehen, das ist eine mit 4,50 Meter für 150 PS. Super, dann nehme ich die. Die nehmen wir. Ja. Ja. Also wie ist das denn? Kann ich auch eine nehmen, die... mehr PS braucht? Nein. Weil wir haben ja einen größeren Traktor? Nein. Vorsicht, also vorerst mal so. Weil das war ja der erste Punkt, den Sie gesetzt haben und da haben Sie ja noch den kleinen Traktor gehabt. Okay. Genau. Gut, alles klar. Danke. Und wie gesagt, diesmal im Katalog oder vielleicht vorher besprechen. Ja, mal gucken. Das wäre nett. Wir wussten das ja nicht. Deswegen da steht Gruber. Deswegen sage ich es Ihnen. Wenn bei Mensch Ärger dich nicht steht, mit 6 darfst du dein Püppchen rausnehmen, dann machst du das mit 6 und fragst nicht, darf ich auch bei 4? Ja, wenn du gefragt hättest, darf man auch bei 4. Nee, weißt du, da steht Bodenbearbeitungsgerät. Aber ich bin ja davon ausgegangen, dass der Händler mehr Ahnung hat, was das beste Bodenbearbeitungsgerät für uns ist, als dass ich das habe, weißt du? Ich verstehe, ja. Ja, Beule, ich nehme die Entschuldigung an. Ja, das ist super. Was? Hab dich lieb. Tschüss. Ja. Du bist ein richtig Süßer. Warte, komm mal hier an mein Fenster. Ich hab doch was für dich. Ja. Was denn? Ich guck mal, mach mal hier die Tür auf. Ja. So. Ich glaub, die klemmt. Nee, warte. So, muss ich aussteigen. Warte, hier, das ist für dich. Guck, hier stehe ich, hallo. Wo? Ja. Reingeguckt. Au. So. Oh, sag mal, Johann, ja, du bist Beule echt drauf jetzt reingefallen. Tschüss. Urfer, der Herr Beule. Was? Gleich gibt's Ärger, Junge. Steig ich hier nochmal aus, wenn's sein muss. Führerschein wegnehmen, ne? Also ich will nicht sagen, das ist jetzt das dritte Mal, dass du uns weggehauen hast. Also langsam musst du mal einen Führerschein machen. Ja, ich gehe nochmal zur Fahrschule. Danke, Wolle. Ich war eigentlich überrascht, dass hier auf einmal Schilder stehen. Ey, danke. Dreimal, Alter! Ja, zweimal. Was ist denn nicht richtig mit dir? Zweimal. Hey, du hast einmal mich und zweimal Wilma weggehauen. Nein, einmal. Nein, zweimal. Hä? Du hast eben auch einmal weggehauen. Das war doch leicht angedutscht. Ja, das ist Ansichtssache, aber ist okay. Es tut mir leid. Boah, aber ihr seid aber auch ein bisschen verklemmt, ne? Ja, wenn man dreimal weggeknallt wird hier auf der Straße, Junge, was ist denn mit dir nicht richtig? Ja. So viel dazu, dass er es jetzt lässt, ne? Ich lass das jetzt, das ist ja nicht mit Absicht. Aua. Naja. So, ich fahr schon mal Wolle, ne? Ich hol da eben die Sachen. So. Ja, haut rein. So. Was machen wir jetzt? Ja, Damon, wieder zurück am zum Händler.
so, ich glaube, wir kriegen aber Traktoren dazu? Ah ja, offensichtlich kriegen wir Traktoren dazu. Gut, wir müssen jetzt grubbern. Grubbern. Ja, dann lasse ich meinen Traktor jetzt einfach hier stehen. Wir kriegen scheinbar welche dazu. Okay, ich park mal neben dir, ne? Ja, stelle ich ja irgendwo hin. Also, ich sag schnell Bescheid, dass wir uns zwei Mobs, ne? Ja, ja. Ach, Cordula. Scania, hat jetzt alles geklappt, bevor du abhaust, oder? War dies? Ja, hab ich bekommen. Wunderbar. Dann freue ich mich auf dein Paket. Mal gucken, ob was ankommt. Es haben mir schon so viele Leute was gesagt. Ja, ich habe ein Bild für dich und ich habe das für dich und ich habe hier für dich. So viele haben noch nie was geschickt. Schon tausendmal meine Adresse abgegeben, aber nie was bekommen. Wahrscheinlich werde ich hier verarscht. Irgendwo liegt meine, wird meine Adresse geleakt, jo. Nein, ich freue mich drauf, Scania. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Ich mache dann auch immer eine Instagram-Story zu den Paketen, also schau auf jeden Fall bei Insta vorbei, falls du mir bei Insta noch nicht folgst, ne, Ausrufzeichen Insta in den Chat. Und meine lieben Freunde, wenn ihr Bock auf geilen Holy, auf einen geilen Energy habt, der auf veganer Basis ist, der ohne künstlichen Zusatzstoffe, ohne Chemie, ohne irgendetwas, dich aber richtig... Ein geht's mir gut, Conor! David! Warte, ich helfe dir! Das hab ich ja noch nie erlebt. Oh nein, ah, jetzt, da. Mama, warte, ja, drunter, mich drunter, schnell, ja! Mensch, ich bin's gar nicht gewohnt, Traktor zu fahren, der so schnell fährt, Menschenskinder. Das sah aber cool aus. Ich bin geslidet, hast du gesehen, Mensch? Ja. Sowas hab ich ja noch nie erlebt. Wunderbar, gut, danke. Ja, bitte. Hä, wieso denn ich? Tokyo Drift Geigenberg, ohne Witz, Alter. Aber ich finde das Lied von Tokyo Drift so geil. So dunkel wie ein Bärenarsch hier, ey. Dein Team, also zählt es mit. Ja, okay. Nehme ich hin. Habt ihr diese Karte gesehen? Na gut, die kommt ja jetzt eh bald. Du gleich die. Okay, ist klar. Angus! Angus, ich bin sauer auf dich. Ich komm Teamspeak. Ich sag, Angus müsste wiederkommen. Bald kann ich wieder Sea of Thieves spielen. Nee, Angus hat verlängert. Denkt mir so, ja. Wenn ihm seine Gesundheit wichtiger ist, dann okay. Hab ich dir schon vor 2 Wochen gesagt? Echt jetzt? Ruffle Mau, GPS? Ja, mache ich gleich. Aber vorgewendet GPS ist immer so ein bisschen... Ja, obwohl, wir brauchen ja auch gar kein vorgewendet, ne, beim Grubbern. Und Engels, bei Helldivers brauchen wir dich auch, Alter.
Also langsam läuft, ne? Wir haben wirklich gut aufgeholt. Ja, sehe ich auch so. Ja, Buddha ist der bravste Mensch auf der Welt. Ohne Scheiß, also. Ich kriege vom Buddha auch immer, privat kriege ich auch immer Anschiss, wenn ich hier im Zimmer wegen einer Spinne schreie und sie dann töte und so. Da ist Buddha, der ist da... Der ist da ganz wild. Homie, gut, dass du wieder da bist. Unterwäsche ist unterwegs. Unterzeichnet, 3 Tage getragen. Passt so, ne? Und mit Buddha, er kann das gar nicht ab, so. Also ist wirklich ein ganz, ganz lieber Mensch. Vielleicht, wenn ihr ja möchtet, könnt ihr euch ja mal Handynummern untereinander austauschen. Könnt ihr euch ja ein bisschen besser kennenlernen. Scheiße. Nancy, hast du einen Freund? Buddha, hast du eine Freundin? Einfach mal verkuppeln, was soll der Geiz so? Kennt ihr die Folge von King of Queens? Nur 3 Tage? Schade. Ja, habe ich. Ja, okay. Warte mal. Naki war dein Freund, ne? Nee, das war von Peggy. Freundin? Grund, aber keine Ahnung. Ja. Kann man machen. Ja, nur weil man mit einem anderen Kerl ein bisschen rumalbert und so, heißt es ja nicht gleich, dass man... keine Ahnung, Gefühle oder so für ihn hat. Ich halbe ja auch mit dir rum. Und ich bin verheiratet. Sind wir schon Level 9? Sind wir vorhin Level gestiegen? Was? Ist die Minute schon wieder um? Ich arbeite jetzt so lange, bis Stopp kommt. Vielleicht schaffen wir das Feld noch in der Folge fertig. Das würde mir gut, super gut in den Kram passen, ey. Das ist wohl warm, ich,
Mittlerweile habe ich da eine ganz gesunde Einstellung zu. Ich sag mal so, wenn... Du kannst das Fremdgehen eh nicht verhindern. Wenn eine Person fremdgehen will, geht sie fremd. So, das ist Fakt. Wenn die Person es drauf anlegt, wird sie es tun. So, was? Du kannst dagegen nichts unternehmen. Und du kannst es nachher nur rausbekommen. Das ist klar. Und irgendwann wird es rauskommen. Es wird vielleicht eine Woche dauern, es wird vielleicht ein halbes Jahr dauern oder. Aber es wird rauskommen. Und sobald das raus ist, ist vorbei. Dann kannst du der Person nicht mehr vertrauen. Also mit mir kann man echt viel machen und auch reden und ich bin auch keiner, der die Beziehung sofort in den Dreck schmeißt oder. Aber Fremdgehen ist bei mir, da ist vorbei. Also da muss ich safe sagen, ab da ist bei mir vorbei. Ich nehme vieles hin, bin auch viel Scheiße und so, aber Fremdgehen, ich bin da nicht eifersüchtig oder so, aber kriege ich es raus, ist vorbei. Safe call. Das ist Safe Call. Aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein!